Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Meine Kollegin im Studio ist Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute, weil das ganz häufig auch bei uns so als Frage in den Fortbildungen und Seminaren auftaucht, wir wollen darüber reden, was für Geschichten kann ich denn als Erzieher eigentlich in einem Zeugnis verlangen? Also in einem qualifizierten Zeugnis, in dem irgendwelche Sachen drin sind. Ja, etwas länger, über anderthalb Seiten auftauchen. Was kann ich da verlangen, was dort so im Einzelnen geschrieben steht? Genau. Erstmal sollten wir uns wahrscheinlich darüber kurz verständigen, was man überhaupt für zwei verschiedene Zeugnissorten man verlangen kann, nach Wahl des Arbeitnehmers. Beziehungsweise verlangen muss sogar. Verlangen, ja, okay. Also der Arbeitnehmer ist in der Pflicht, wenn er ein Zeugnis haben möchte, muss er es verlangen. Und er kann verlangen entweder ein einfaches Zeugnis oder ein qualifiziertes Zeugnis. Das einfache Zeugnis zeichnet nur aus, dann und dann hat er angefangen und dann hat er aufgehört. Und das ist seine Position gewesen. Genau. So. Und das qualifizierte Zeugnis hat eine Bewertung mit drin und ist umfangreicher. Und dann kommt ja ganz häufig auch so ein bisschen der Streit auf, wenn wir uns so ein Zeugnis mal vors geistige Auge holen, dann hat man ja meistens so nach dem Einleitungsabsatz, wo dann drin steht, dass die Erzieherin Frau XY bei uns in der Zeit von bis als staatlich anerkannte Erzieherin tätig war und wir eine Einrichtung sind, die sich auf besonders progressive Kindererziehung spezialisiert hat, genau, dass dann der nächste Satz anfängt, ihre Hauptaufgabenbereiche waren Doppelpunkte. Und man dann so vielleicht zwischen 8 und 12 Anstriche findet, in denen sich widerspiegeln soll, was eben diese Hauptbereiche gewesen seien. Und häufig sagen dann auch Erzieher, na Momente mal, da fehlen doch ganz wichtige Sachen, die will ich auch drin haben. Und jetzt ist es dann natürlich ein bisschen problematisch, inwieweit ein Arbeitgeber sagen kann, nö, finde ich super, ich finde das genau richtig, so wie ich das da aufgeführt habe. Und das, was du da willst, liebe Erzieherin, lieber Erzieher, sorry, darauf hast du keinen Anspruch, ich bestimme noch, wie das Zeugnis auszusehen hat. Also, was macht man? Man ruft natürlich den Rechtsanwalt oder die Rechtsanwaltskanzlei, ne, des Vertrauens an und lässt sich beraten. Und dann kommt eine Beratung bei raus, dass zum Beispiel bei den Tätigkeitsbereichen oder bei den Aufgaben tatsächlich ein Erzieher einen Anspruch darauf hat, dass alle diese Bereiche aufgenommen werden, wovon auszugehen ist oder wovon auszugehen ist. Nehmen wir mal durchaus diese Formulierung, dass sie im späteren Berufsalltag noch eine Rolle spielen könnten. Das heißt also, wenn ein Erzieher sagt, ich habe hier was total Exotisches, was total Cooles gemacht und genau in diese Richtung will ich mich weiterentwickeln und dann natürlich auch für entsprechende Einrichtungen von Interesse sein, dann hat man tatsächlich einen begründeten Anspruch darauf, dass auch exakt dieses Feld mit aufgeführt wird. Also es geht darum, einen Blick in die Zukunft, also oder anders, der Arbeitgeber muss sich bei der Frage oder bei der Beantwortung der Frage, muss ich das aufnehmen oder nicht, letztendlich eine hypothetische Frage stellen. Könnte das die Erzieherin in Zukunft noch positiv wie negativ in ihrem weiteren beruflichen Weg irgendwie berühren? Und wenn ich dann dazu komme zu sagen, ja, dann gehört es tatsächlich da rein. Was wäre denn, wenn die Erzieherin meint, das und das gehörte auch zu ihrem Aufgabenbereich, steht aber in der Liste nicht drin. Und man trifft sich schließlich vor Gericht, weil man sich auf das Zeugnis nicht einigen konnte. Hat unsere Erzieherin leider die etwas anstrengendere Aufgabe, tatsächlich beweisen zu müssen, dass das fälschlicherweise unterlassen worden ist und sie muss beweisen, dass sie auch diesen Bereich mit abgedeckt hat, damit es entsprechend im Zeugnis Niederschlag findet. Also da ist sie dann in der Beweispflicht. Sie muss es darlegen und beweisen, dass sie auch auf diesen Bereichen zumindest in einem erheblichen Umfang tätig war, also mehr als, einmal kurz reingeschnuppert, würde ich dann also schon verlangen müssen. Und dann kommt es ganz häufig so ein bisschen zum Streiten, wenn wir die Tätigkeitsfelder einigermaßen gemeistert haben, dann folgen ja weiter die Bewertungen der einzelnen
oder der einzelnen Art und Weise, wie etwas gemacht worden ist. War jemand teamfähig? Hat sich jemand in Fortbildungen gestürzt? War jemand besonders zuverlässig? Alle so eine Geschichten, die finden sich grundsätzlich in jedem Zeugnis wieder. Aber es gibt halt, und jetzt wird es interessant, so etwas wie Zeugnisbrauch. Und da guckt man sich an, wie in der Branche letztendlich über welche Sachen gewisse Aussagen getroffen werden. Und ich glaube, also da können wir uns durchaus festlegen, im Erzieheralltag, als mal ganz plakatives Beispiel, gehört es einfach zum Brauch, zum Zeugnisbrauch, dass eine Aussage sich im Zeugnis wiederfindet, wie der Umgang mit den Kindern gewesen ist. Also alles andere würde ein Zeugnis oder würde die Summe an Zeugnissen, die wir bei, wie viel gibt es in Deutschland? 650.000 sind im Kita-Alltag tätig. Wenn wir nicht den Umgang mit dem Kind dort wiederfinden würden, würden wir einen Großteil der Zeugnisse einfach entwerten. Und somit. Es wäre ein sehr beredtes Schweigen, wenn es nicht auftaucht. Richtig. Also deshalb hat ein Erzieher einen Anspruch darauf, das sein. Und jetzt kommt es. Man hat nicht den Anspruch darauf, jedenfalls nicht im ersten Schritt, dass der Umgang mit den Kindern als so besonders top irgendwie dort festgehalten wird, sondern dass zumindest der Umgang mit den Kindern bewertet wird. Mhm. Denn wenn es weggelassen wird, dann hat ja ein potenzieller neuer Arbeitgeber, ein neuer Träger natürlich den Eindruck, darüber wird keine Aussage getroffen. Da hat ja wohl jemand versucht, den Mantel des Schweigens, darüber zu legen. Und deshalb hat ein Erzieher den Anspruch, dass er sich tatsächlich, Zuverlässigkeit würde ich auch sagen, gehört auch dazu. Mhm. Gerade die Weiterbildungsgeschichten, da sie in vielen Bundesländern, die ja verpflichtend vorgegeben sind, dass sich die Einrichtungen nebst ihrer Teams immer wieder Schulungen unterziehen, wird das auch etwas sein, was man im Zeugnisbrauch letztendlich erwarten sollte. Drücken wir es mal so aus. Und das sind Geschichten, darauf hat ein Erzieher nach unserer Auffassung einen Anspruch und sollte auch da echt hinterher sein, weil jedes Schweigen im Zeugnis zu Ungunsten letztendlich ausgelegt wird. Ja, damit hätten wir es, oder? In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.